Nee, aber was ich eben sagen wollte, bevor die Cutscene kam, als ich das angefangen habe, das Let's Play, da wusste ich ja noch gar nicht, ob jemand das Spiel überhaupt kennt von meinen Zuschauern oder so. Und deswegen war ich sehr positiv überrascht, dass du das zum Beispiel kennst. Ja, es freut mich immer, wenn man so... Weil ich glaube, das ist jetzt nicht das ultra bekannteste Spiel, leider. Mhm. Weil ich finde das eigentlich ziemlich geil. Und ich weiß auch nicht, es hat sich, glaube ich, auch nicht ultra gut verkauft, leider. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch nie einen zweiten Teil oder so. Genau. Was schade ist, weil als Charaktere sind die schon voll nice. Es ist so 3D-Jump'n'Run, das macht echt viel Spaß. Ja, soll ich jetzt hier... Warte mal, da hinten kommt... Ach, da ist schon wieder so ein Heini mit so einem Zieldings. Nee. Aber ich guck mal eben, was da hinten ist. Da auch so ein Heini ist. Ein Heini, ein Heino. Ein Heino, ein Heino mit so einem komischen Zielfernrohr. Oh, da. Oh nee, du. Immer dieses scheiß Schlager-Fuzzi. So. Aber man muss ja auch mal die Wahrheit aussprechen. Ja. Achso, ich muss nach... Nee. Ach, jetzt war er doch nach oben. Ich dachte schon. Was war das denn? Mein Kabel ist ans Mikrofon gekommen. Das klang irgendwie, als wenn du so eine Kamera... Ach, so eine Kamera. So eine Kanne aufmachst oder so. Eine Thermoskanne. Ja, also es ist an den Popschutz ist das gekommen. Ah. Mit Kondomen muss man aufpassen. Da muss man halt, ne? Die können auch leicht reißen. Ne? Ja. Genau. Gut, dass du mir zustimmst. da hinten kann ich auch irgendwie so weiter reinzoomen? Nee, ne? Mm-mm. Das kann ich nur, wenn ich. Weil ich sehe dann nur. Obwohl, da oben steht der, glaube ich. Ich spreche heute wieder nicht in ganzen Sätzen. Ich merke das. Da unten läuft irgendwer rum. Wo ist sie denn jetzt nochmal? Sie ist irgendwo weggelaufen. Die schiebt da jetzt totale Panik. Ja, gut, kann ich irgendwo verstehen. Ja. Also ich glaube, das hier war dann doch eher optional. Richtig. Oh, mein Instinkt, ne? Bin so gut. Ja. Wie heißen die in der Fachsprache? Hier sind das so Erinnerungen oder was ist das, so Flashbacks? Oder wie werden die im Spiel genannt, die? Ja gut, Monkey hat sie als Halluzinationen beschimpft, sag ich jetzt mal. Und die Trip meinte, das wären, Erinnerungen, die durch das Stirnband ausgelöst werden. Ja. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich habe ja auch diese Stun-Schüsse. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sinnvoller ist, den aus der Ferne irgendwie zu attackieren. Aber ich kann den damit ja nur betäuben, oder? Hat der ein Schild oder? Ich sehe das jetzt von hier nicht. Hm. Habt ihr so einen blauen Ring, also so ein blaues. Doch, der hat, glaube ich, so ein Schild vor sich vor. Scheiße. Weil das musst du erst wegmachen, sonst kannst du den nicht töten. Ja, aber ich könnte ihn da unten vielleicht... Das ist ja, glaube ich, nur der eine. Ich weiß aber nicht, ob der da oben... ich weiß das alles nicht. Der kriegt das auch sofort mit, der Penner, ey. Wenn ja. Meine Güte, haben die gute Sensoren. Die sind sehr aufmerksam. Ja, aber ihn da unten stört das irgendwie nicht so was. Ach komm, hier runter. Ups. Nee, ich wollte eigentlich. Aua! Der alte Kacksack. Ja, ist ein bisschen risky, glaube ich gerade. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn du es den oberen tot gemacht hättest. Ja, aber der untere sah so halt so. Harmlos aus. Ja. Monkey. Okay. Da ist Ette. Ette. Ich frage mich ja, das finde ich ja teilweise interessant. Vorhin zum Beispiel waren wir ja relativ weit von ihr weg. Mhm. Und eigentlich hätte uns das ja das Gehirn wegbrutzeln müssen. Aber da durfte ich das dann auf einmal. Das kommt, glaube ich, auf sie drauf an. Wenn sie sich von dir entfernt, ist es ja ihre eigene... Ah, meinst du, so unterscheidet das mit dem Stirnband? Das ja. Wäre krass. Ja, gut. Ja, also, wenn du dich von ihr entfernst, dann denkt sie halt, dass du weglaufen möchtest. Ja. Und wenn sie sich halt von dir entfernt, ist es ihr halt scheißegal, quasi. Irgendwie konnte ich doch auch schleichen, oder nicht? Warte mal, wie ging der denn nochmal? Ich weiß nicht, doch. Ach komm, ich mach einfach so klar. Ich meine, du könntest nicht schleichen. Ich hab das mal, da muss ich aber, glaube ich, den Stick ganz, ganz, ganz vorsichtig drücken und ich hab da irgendwie nicht so die Möglichkeiten. Es liegt nicht in meiner Macht, das so zu tun. Ha. Ach, jetzt hätte ich da wahrscheinlich dann den anderen mithelfen. Da, okay, ich verstehe. Ja, Spiel, danke. Tschüss.
Hätten sie ja auch eine 1 und eine 2 drüber schreiben können, also. Ja, das wäre zu einfach. Wollen sie ja mal nicht übertreiben hier. Ui, ich finde das schön, wie er seine tolle Hechtrolle machen kann. Ich mag seinen komischen Lappen, den er da hängen hat. Ja. Ich finde das echt cool, dass die so eine chinesische Sage aufgegriffen haben, hier so grob. Das ist ja die Reise nach Westen. Genau. Die finde ich schon ganz nice. Du kannst, glaube ich, noch da oben aufs Dach drauf. Ja. Warte mal, von hier wahrscheinlich. Das ist noch ein Orb. Zwei Orbs sogar. Zwei Tech Orbs, yes. Also ich muss sagen, dieser eine Kampf, den ich mit Alex letztens hatte gegen diesen Roboterhund, den fand ich cool, aber auch nicht ganz so ganz easy. Ich musste erst rausfinden, wie man den am besten kalt macht. Ja, also der ist euch erst hinterhergelaufen, ne? Das war dann so eine Weglaufszene. Wart ihr dann in so einem Theater drin? Ja, richtig. Ja, mit so Romeo-Julia-Projektionen da. Ja, mit dem lustigen, wie heißen die Teile? Kronleuchter, die, oder was meinst du? Ja, diese Beleuchtungsteile da, die man hoch und runter fahren musste. Da war das hab ich, ja. Nennen wir sie einfach Lampen. Ja, ich weiß nur, die Leute, die diese Lampen an diesen Teilen befestigen, die heißen Rigger. Ich weiß aber nicht, wie die Dinger heißen, keine Ahnung. Ja, ich muss nochmal, scheiße. Ich habe natürlich jetzt lange nicht gespielt und weiß jetzt nicht mehr genau, mit welcher Taste ich auf den Stab wechseln kann, von wegen hier ich glaub, Schüsse. Mit den Schultertasten. Ja, da gibt's auch 4 Stück. Warte mal. Also was ist denn? Ich glaube entweder, also rechts war denn RB ist es, glaube ich. Nein, das war das. Nee. Nein, scheiße. Dann ist es LB. Hier ist es genau. Ich muss hier gerade auf den Controller gucken, weil ich weiß nicht, wie das auf dem Xbox-Controller heißt. Monkey! Okay, der ging doch relativ fix down. Ich muss mir merken, dass ich da hinten noch ein Health-Pack habe. Ha! Ich habe die Gesundheit. Wow! Ich habe die Gesundheit schon mal upgradet, den Schild glaube ich auch. Ich weiß natürlich nicht, wann ich jetzt wieder zu ihr stoße. Doch, komm wieder zu dir. Wann ich die Möglichkeit bekomme, wieder was abzugraden. Ob das jetzt noch lange dauert oder nicht? Nee, müsste nicht mehr so lange dauern. LB. Da anstatt, dass sie auch einfach mal wartet? Nein. Warum machen die sowas? Ja, gut, die ist so traumatisiert und alles. Da habe ich ja Verständnis für. Aber ja, aber trotzdem kann man doch mal warten. Trotzdem, Frauen. Das ist eine schöne Tick-Orb-Sammlung. Was? Oh nein! Was ist das denn für... Sind die groß? Oder sind... Nee, sind normale. Das sind normale. Die sahen eben so riesig aus. Also jetzt kommen die Riesen-Mechs hier um die Ecke. So, warte mal. Aber die haben mich noch nicht spitz gekriegt anscheinend. Das ist geil. Ja, gut. Na, jetzt ist vorbei. Ja. Seitebacher. Seitebacher. Bergsteiger Müsli. Seitebacher. Es ist so eine Scheißwerbung, ne? Da bin ich ein bisschen froh, dass ich nicht mehr arbeite. Muss ich nämlich kein Radio mehr hören. Bam! Ach, diese Finishing Moves finde ich so geil. Stehe ich voll drauf. Hi, Monkey, hallo? Was? Kamera? Ich habe immer die Befürchtung, dass das irgendwie verbuggt ist. Das war so geil. Ich muss das ja echt auf High Quality stellen, damit alle Sachen getriggert werden und alles angezeigt wird, diese Radien und sowas. Es ist eigentlich ein bisschen, ja, scheiße. Ja. Ich meine, es läuft trotzdem einigermaßen flüssig. Ich habe jetzt nicht konstant 30 Frames, meistens so 24, aber ist besser. Ja, das reicht ja. Ja, gut, Rick wird's nicht reichen, dem Super Flash Crash. Aber den bin ich auch nicht. Aber kann das Auge eigentlich, also beim Auge ist es doch so, ab 24, 25 Bilder ist es ein gängiges Richtig, Video ein durchlaufendes, ja. Durchlaufendes Bild quasi, was das Auge erkennt. Richtig. Also du siehst zwar noch, das Auge sieht schon noch einen Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel 30 Frames hast oder 50 oder 60 Frames. Das schon, aber
grundsätzlich, ja, geht es. Man muss ja auch nicht übertreiben, ne? Richtig. Sag dem Rick das mal, du. Nee. Die Hoffnung hast du aufgegeben. Ja. Obwohl, er sagt ja, er hätte sich ein bisschen gebessert. Finde ich das gut. Weiß ich nicht. Ich habe schon längere Zeit nicht mehr mit ihm geredet. Habt ihr Beef? Nö. Der hat sich nicht mehr bei mir gemeldet. Nö, das ist halt nur, wenn wir mal Kacke gucken und der dabei ist. Aber ja, ansonsten... Das ist schon wahr, du. Das ist schon wahr. So, jetzt haben wir da unten zwei, da oben zwei. Ich könnte da links drauf und ich könnte da vorne auch drauf, nach ihm da oben hin. Ich glaube, es ist eigentlich sinnvoll, wenn ich auf ihn da oben gehe, weil dann kriege ich ja wieder so einen Arm. Ein Charmgefühl kriege ich dann, wenn ich auf ihn da oben drauf gehe. Also den Arm abreiße. Dann kann ich nämlich die anderen wieder beballern. Ja. Voll Gold, ey. Dann mache ich ihn nicht ganz kaputt. Nein. Lass mich mal bitte da hoch. Dankeschön. Hallo, hallo. Ihr euren Kackviecher. Hallo. Jetzt hat er wieder sein Kackschild. Was heißt denn nochmal Scheiße? Nein, du hast ihn zerstört. Fuck. Was heißt? Der hatte gerade so diesen roten Kringel um sich drum, aber ich glaube, das heißt, dass der kurz vorm Kollaps ist. Ja, dann kannst du Kreis... Also, was ist das denn hier? B kannst du dann drücken. Was ist das denn hier immer? Ja, Mann, ich hab... Das ist immer ganz schlimm, wenn ich irgendwas auf dem PC spiele mit dem Controller. Dann steht da, ja, drück mal X. Und dann muss ich erstmal auf den Controller gucken, wo ist hier überhaupt X. Kann er sich mal wegdrehen wieder? Der scheint doch eben auch anders. Glaube ich. Alle Panzer kommt da. Wie viele blaue Munition hast du denn? 15. Sollte ich vielleicht mal auf die andere wechseln, ja. Ich habe jetzt eben immer nur mit der einen, da mit der Dingensbums gekämpft. Musst du einmal drauf und dann schnell rüber zu ihm. Ja, das hält ja eigentlich relativ lange an. Ja. Das ist ganz nice. Yes. Yeah. Sagt er. Yeah. Ach, da unten ist noch ein Hells-Pack. Ein Hells-Pack. Hells-Angels-Pack. So. Ich muss niesen. Oh nein! Gut. Jetzt ist die Frage, ich hätte gern so eine Art Granate oder irgendwie sowas, dass ich mehrere auf einmal quasi angreifen kann. Was gibt's hier ja nicht. Nee, leider nicht. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob vielleicht das hinterher noch kommt, aber... Nein. Okay. Es ist okay, Jule. Es ist okay. Ach jo, mir fällt gerade ein, dass ich runter muss. Ja. Nein, das meinte ich gar nicht. Monkey! Dass seine Health ja... regeneriert. Das Upgrade hatte ich mir geholt nach einer Zeit, genau. Also, dass sie nach einer Zeit regeneriert. Das Upgrade habe ich mir dann auch nach einer Zeit geholt. Also Nach einer Zeit. Verwirr mich nicht. Das tue ich bei mir selber schon, das ist das Problem. Wow. Aua. Bin manchmal ein bisschen zu ungeduldig mit dem Stun-Angriff. Ah, beim Kämpfen aufgenommen. Ey, bin ich gut. Hallo. Alter. Ich hätte mir gern noch irgendwie ein paar mehr Attacken gewünscht mit dem Stab. Es gibt sicherlich auch irgendwelche Kombos, aber die kenne ich natürlich alle nicht. Ja, weil das Problem ist, dass ich halt vorher quasi God of War gewohnt war und da gibt es unendlich viele Variationen von den 1000 Waffen, die man hat. Und das habe ich noch nie gespielt. Ja, ist aber ist sehr geil. Ist das so ähnlich vom Game Design oder wie ist das? Ja, schon eigentlich, ja. Kann also man schon ziemlich auf Kämpfen ausgelegt. Ja. Und ziemlich brutal und so. Also bockt auf jeden Fall und ist auch teilweise schwer und man muss auch manchmal ein bisschen nachdenken. Also meinst du, wenn mir das hier gefällt, dann könnte mir God of War eigentlich auch gefallen? Ja, eigentlich schon, ja. Ja, das ist auch gut. Ja. Ach, scheiße, sie haben das Tor verbarrikadiert. Ich muss irgendwie da durch. Achso, jetzt kann ich mir das wieder 10-mal angucken. An dieser Stelle hing ich damals voll lange. Ich musste mir im Internet was angucken, damit ich da weiterkam. Ich glaube, ich muss... Warte mal. Komme ich denn da eigentlich wieder drauf? Hier vorne? Komme ich da? Komm
kommst du nicht mehr zurück. Okay. Dann gehe ich mal hoch und versuche das mal vielleicht von da hinten rum, dieses Rohr abzuballern. Vielleicht geht das ja. Ups. Monkey, hallo. Ich finde den Anfang auch vom Spiel schon richtig geil. Ja, dass sie da einfach mit diesem Sklavenschiff so abstürzen. Das ist richtig, das geht sofort zur Sache. Ach, guck mal hier. So gar nicht so schwierig. Ja, aber ich habe nie gegen die Tür getreten und so. Und ach so. Und dann stand ich da, ja toll. Wo muss ich jetzt hin? Ja gut, okay. Aber das Symbol wird doch angezeigt hier. Ja, keine Ahnung. Ich habe das irgendwie nicht gesehen. Hast du nicht aufgepasst? Nee, habe schnell aufgepasst. Was passiert?